Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide, hide with me. Einen wunderschönen guten Tag aus Stockholm, liebe Freunde. Wie ihr es wahrscheinlich gerade schon erkannt habt. So, ich bin ein bisschen dunkel. So. Hallo. Wie ihr es gerade schon erkannt habt, sind wir in Stockholm gerade gelandet und ich bin hier gerade in meinem Hotelzimmer angekommen. Denn wir hatten noch ein bisschen einen holprigen Weg vor uns, weil unser Taxifahrer ist irgendwie nicht gekommen und dann mussten wir mit dem Zug fahren und dann hat alles ein bisschen länger gedauert. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen später hier. Aber wir gehen gleich mal schauen, ob wir noch was zu essen bekommen, weil ein bisschen Hunger haben wir dann wirklich noch. Ansonsten, warum sind wir hier? Wir spielen nämlich das neue DLC They Shall Not Pass von Battlefield 1. Das dürfen wir morgen bei DICE anspielen. Also EA hat uns da eingeladen und hat gesagt, hey Jungs, wollt ihr nicht mal vorbeikommen und dann mal sagen, hier, spielt da mal an. Und dann nehmen wir das mal auf und dann machen wir morgen. Und heute wird eigentlich nicht mehr viel gemacht. Ich wollte euch eigentlich nur mal kurz das Zimmer zeigen. Das ist wunderschön, wie man es kennt. Ne, hier kann man es mal sehen. Und ich freue mich so auf mein Bett, ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, das wird gleich mein auch wunderschönes, überhaupt nicht gruseliges Bild mit einer Frau im weißen Kleid, ein schwarz-weißes Bild, läuft. Und ganz besonders schön finde ich ja, dass man hier einfach mal in die Dusche reinschauen kann. Man kann in die Dusche reinschauen. Also man kann das natürlich auch hier runter machen, so, ne? Aber wenn da jetzt jemand drinstehen würde, dann könnte man da einfach reinschauen. So, Freunde, das wäre es auch wieder gewesen. Wie gesagt, ich nehme euch ein bisschen mit auf das Event. Wird jetzt kein fetter Vlog, also erwartet da nicht viel. Es wird ein kleiner, knockiger Vlog. Einfach um mal euch ein bisschen zu zeigen, wo wir denn hier rumfliegen. Und ja, wir gehen uns jetzt was zu essen suchen, Freunde. Hier ist ein kleiner Teddybär, voll süß. So, und ich melde mich gleich wieder. So. Piep. Hui. So, Freunde. Wir haben jetzt richtig geiles Premium-Essen am Start. Tür ist zu. Alles klar. Oh, warte mal. Wir müssen ja vorher noch Folgendes machen. Sonst kriegen wir nämlich kein Licht. Findest du den Schlitz, Kevin, oder was? Guck mal hier. Schönes Essen. Hammer Essen, Freunde, haben wir jetzt geholt. Geil. So, ich habe mir heute ein richtig schönes, köstliches Abendmahl zurechtgelegt. Es gibt nämlich einmal im Hauptgericht gibt's einmal Pringles Original. Pringles Original, ich denke mal, könnt ihr wird ihr mal kennen. Dann noch einmal Wasser und einmal irgendwie Pfirsich oder irgendwie Limonenwasser. Und als Nachtisch, Freunde, haltet euch fest, die Bombe wird jetzt geplatzt. Hör mal zu, Teddy. Ein Vanillemuffin. Also richtig, richtig ausgedientes Abendessen. Richtig nice, so wie das sein muss, Freunde. Jedenfalls bin ich fertig. Wir hatten einen anstrengenden Tag. Viel geflogen, viel gefahren, viel gewartet. Und mein Essen wartet auf mich. Hammergeil. Hammergeil. Es gibt ja auch andere Produkte wie Chips. Also jetzt, wie Chips, ja, Kevin. Ich mache keine Werbung. Also ich will einfach nur jetzt was essen. Also, Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's zu DICE und dann spielen wir ein bisschen Battlefield 1. Und heute wird erstmal geschlafen. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Die Welt, die... Okay. Guten Tag. Wir sind hier gerade in Stockholm aufgewacht, oder ich. Warte. So, da sind wir, Freunde, in Stockholm. Heute ist EA-Tag. Heute gehen wir DLCs spielen und, Leute, ich habe, glaube ich, die schlimmste Nacht meines Lebens gehabt. Bin irgendwie... Wir waren um 23 Uhr hier oben, dann haben wir noch eben kurz geduscht und dann haben wir noch eben kurz was gegessen und dann haben wir noch eben kurz ins Bett gelegt und dann sind wir eingeschlafen. Und dann bin ich um 2 Uhr aufgewacht mit fetter Migräne, habe dann eine Stunde versucht einzuschlafen und dann, nach einer Stunde, habe ich nämlich in der Rezeption angerufen und habe gesagt, hey, Leute, habt da mal ein paar Kopfschmerztabletten?
So, und der nette Herr hat mir dann irgendwie zwei so Brausedinger hochgebracht. Und ich mag die Brausedinger überhaupt nicht, weil die eigentlich nicht wirken. Und besonders bei Migräne ist das natürlich sehr schwierig. Die habe ich aber trotzdem eingeworfen. Und das Ganze hat dann 2 Stunden gedauert, bis die gewirkt haben. 2 schöne Stunden im Bett hier mit dieser schönen Frau im Hintergrund. Ist das nicht ein Träumchen, liebe Freunde? Und ja, so ist das halt. Jetzt haben wir 3 Stunden Schlaf und jetzt haben wir heute einen richtig schicken Tag vor uns, wo wir dann spielen können. Aber da freue ich mich drauf, da können wir ja auch was aufnehmen, da werdet ihr dann auch auf dem Kanal was sehen. Und hier kann man übrigens auch aufmachen. So. Kann man natürlich auch rausgehen. Wunderschön. Aber das reicht, weil es ist kalt, Leute. Es ist sehr kalt. Und ja, ich gehe gleich runter. So, ich gehe gleich runter. Und dann werden wir mal frühstücken gehen und dann fahren wir auch schon rüber ins Dice-Gebäude und werden dann einen richtig schönen Tag haben, glaube ich. Guck mal, wie ich aussehe. Ich bin so. Also, Freunde. Jetzt wird noch ein bisschen frisch gemacht, ne? Hier so, hallo. Ein bisschen frisch gemacht und dann melden wir uns gleich wieder. Ne? Ich hoffe, euch geht's gut und ja, bis gleich. Lecker essen. Dennis kommt jetzt auch gleich und es schneit immer noch. Hammer. Aber ich habe Hunger. Geil, ne? Gesund. So, liebe Freunde. Wir sind da, wir sind hier. Ja, schönen Dice-Land, ne? Ja. Wir haben gerade eine schöne Präsentation unter uns und wir dürfen jetzt spielen. Was spielen wir jetzt? Aber das Krasse ist, wer hat denn die Präsentation geführt? Ja, das möchtest du uns jetzt bestimmt sagen. Ne? Der Lachs. Der weiß nicht, aber den wie heißt er mit Nachnamen? Gustafsson. Gustafsson Guttenberger. Und das ist eine, wer Battlefield kennt, der weiß, das ist eigentlich eine Legende. Ja. Ja. Das ist der Creative Director hinter Battlefield. Oder Curry hat ihm gerade die Hand geschüttelt und wusste nicht, wer ist irgendein alter Mann. Ja, das tut mir auch sehr leid, aber jetzt weiß ich es ja. So, Dennis hat mich aufgeklärt. Genau, eigentlich gegen Kopf, ich habe Kopfschmerzen. So, und was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben uns vorbereitet, ne? Hier sehen wir schon. Ja, wir haben hier jede Menge Zeug. Einmal ganz zu zeigen, Apfel. Apfel. Ja. Dann haben wir dann hier, Kiwisaft. Kiwisaft. Noch ein Kiwisaft. Noch ein Kiwisaft. Eine Cola. Cola, ja. Und es gibt natürlich auch andere Produkte. Ne? Und Kakao. Und Kakao. Ja. Ja. Das Perfekte für einen richtig langen Battlefield-Tag. So, hallo, bist du wahnsinnig? Da ist noch Kakao drin. Wir spielen jetzt bis 18 Uhr. Ne? Bis 18 Uhr, und dann geht's wieder zum Steinbomber. Ne? Wir gehen aus der Tür raus, da steht direkt der Flieger geparkt vor der Tür. Der Käsebomber. So, hier sehen wir schon. Was spielen wir jetzt? Ich glaube, als erstes spielen wir eine Operation. Eine Operation, eine neue Operation. Also okay, ganz viel neues Zeugs. Und das. Wenn ihr bald das Planation Battle seht, dann werdet ihr sehen, was der Curry eigentlich für tolle Sachen hat. Weißt du, was ich auch geil finde? Guck mal, wir haben Goodies gekriegt. Hier. Wenn wir mal selber spontan in den Krieg ziehen wollen, ne? Können wir einfach hier. Bei mir ist Wodka drin. Oh, es geht los. Geht los. Hier in der Passung. Freunde, wir sind jetzt gerade am Flughafen und ja, wir fliegen gleich zurück nach Düsseldorf. Es war sehr anstrengend, aber es war sehr cool. Wie gesagt, Gameplay-Videos geben wird es dann jetzt auch, glaube ich, wenn ihr den hier seht, wird es dann auch die Gameplay schon da. Okay, Gameplay wird es auch auf dem Kanal geben. Und hier ist eine leckere. Ja, Kevin, alles klar.
reißt die Kamera ein. Hier, leckere Zimtschnecke. Ich bin total fertig. Also ich bin froh, wenn wir gleich im Flugzeug sitzen. Da kommt gerade ein Flugzeug angerollt. Hammergeil. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Mini-Einblick gefallen. Das war auf jeden Fall sehr cool. Vielen Dank nochmal an EA. Und viele Grüße an euch.